Hi Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Material, um die Materialhändler. Wir haben uns ja in den letzten Videos bereits schon angeschaut, wie man die Materialien überhaupt bekommt. Das verlinke ich euch jetzt hier. Einmal das Video von den Planeten, also wo man das von den Planeten, die rohen Materialien sammelt. Das verlinke ich euch jetzt dann. Und das nächste ist dann das, wie man sich dann die verschlüsselten und gefertigten Materialien besorgt. Genau. Und heute soll es darum gehen, wie man die Materialien eintauscht, um Materialien zu bekommen, die seltener sind oder die man noch nicht bekommen hat. Und damit würde ich sagen, starten wir gleich rein. Setzen wir uns mal rein. So. Es gibt nur bestimmte, also Materialhändler sind nicht überall zu finden. Ihr könnt sie euch auf der Galaxiskarte nur anzeigen lassen, wenn ihr sie bereits einmal gefunden habt. Ich zeige euch das einmal, wie es aussieht. Ihr könnt dann hier unter Dienste könnt ihr dann einstellen, was ihr haben wollt. Roh wird dann ro orange markiert und gefertigt blau. Der ist zum Beispiel jetzt blau. Ich bin jetzt gerade beim Gefertigten. Verschlüsselt wird dann lila markiert. Das müsste hier dann auch irgendwo sein. Hier zum Beispiel. Und ja. Da gibt es einige davon. Ihr müsst halt schauen, welche in unserer Nähe, in eurer Nähe seid. Da kann ich euch die Webseite wieder eddb.io empfehlen. Da könnt ihr euch den nächsten Materialhändler raussuchen. Genau. Um den Materialhändler genau zu finden, schaut ihr unter Sternhafendienste und unter Kontakt. Genau. Und hier findet ihr dann den Materialhändler. Und wir sind jetzt hier bei verschlüsselten Materialien. Hier seht ihr alle, die ihr habt und alle, die ihr noch nicht die ihr noch nicht besitzt. Und ja, hier seht ihr jetzt oben diese Zeichen. Jetzt kann ich zum Beispiel auf etwas gehen, was ich gerade brauche. Was brauche ich denn zum Beispiel? Elektrokeramik zum Beispiel. Und jetzt werden hier angezeigt. Für ein Material davon bekomme ich drei von denen, von eins davon, neun von denen, von zwei davon kriege ich nur eins von denen. Und so kann man halt ungefähr schauen, wie wertvoll was ist. Auch kann man die wertvoll, also wie wertvoll etwas ist, hier an diesen Teilen sehen. Hier seht ihr jetzt drei Teile, hier zwei und hier vier. Und das hier sind dann sogar schon fünf. Das ist hier das Seltenste. Das kann man auch dementsprechend gut eintauschen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel drauf gehe, kann ich das hier 2 zu 1 tauschen für etwas, was 4 Sterne hat. Natürlich lohnt sich es nicht zu tauschen, aber es lohnt sich halt in dem Sinne, dass man weniger suchen muss. Genau. Jetzt kann man natürlich schauen, was man braucht. Dann können wir hier zum Beispiel mal auf abgelegene Werkstatt gehen und zum Beispiel einfach mal schauen, was wir für die Schildbooster zum Beispiel brauchen würden. Für die Schildbooster bräuchten wir jetzt Niob. Das hier finden wir beim Rohhändler. Ihr könnt das natürlich immer nachschauen. Hier steht ein gefertigter Händler und so weiter. Und so könnt ihr euch dann durcharbeiten. Hier können wir dann zum Beispiel mal schauen, was brauchen wir für den Energieverteiler. Haben wir davon schon alles? Nein. Das hier ist leider verschlüsselt. Wir haben jetzt ziemlich viele gefertigte Materialien. Dann können wir natürlich noch Strahlenlaser schauen. Wie sieht es hiermit aus? Ah, hier, Elektrokeramik. Wollten wir ja vorher schon tauschen. Dann gehen wir natürlich wieder zurück. Gehen auf Kontakt. Auf Materialhändler. Und dann brauchen wir. Wo haben wir es denn? Elektrokeramik und tauschen etwas, was wir gerade nicht brauchen. Das hier habe ich zum Beispiel durch ein paar Missionen erhalten und tausche einfach zweimal, dann bekomme ich 18 davon. Jetzt habe ich 18 Elektrokeramiken und so kann ich jetzt das hochleveln. Genau. Und das lohnt sich halt in dem Sinne, dass man nicht so lange suchen muss. Man nimmt sich halt die teuren Materialien und tauscht dann die, die man eher weniger gefunden hat oder die man gerade braucht. Ich schaue gerade, was hatten wir gerade? Energieverteiler war es, glaube ich. Nein, Energieverteiler war es nicht. Das war halt die verschlüsselte. Die Strahlenlaser waren es, genau.
und leveln dann hier die Strahlenlaser. Genau. Da brauchen wir jetzt wieder Rohmaterial. Und das ist im Endeffekt das Prinzip dahinter. Mehr steckt nicht dahinter. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil es spart massig an Zeit. Und ich würde sagen, das war es auch soweit. Ich verlinke euch jetzt hier oben rechts noch ein Video, wie man richtig viel Geld in wenig Zeit machen kann. Um so 500, 600 Millionen. Wenn euch das interessiert, schaut euch das auf jeden Fall an. Und links verlinke ich euch jetzt noch die beiden Videos, wie ihr die Materialien sammelt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao.